bitte die anderen Piloten noch vorstellen. Es ist die Helfigur Oscar Bidder. Oscar Bidder, die meisten von Ihnen kennen, ein Flugpionier. Der erste Pilot, der Alpen von Norden nach Süden und auch von Süden nach Norden überflogen hat. Und der Oscar Bidder war damals auch der erste Chefpilot von der Schweizer Luftwaffe im Ersten Weltkrieg. Kommandant von der Patrouille Suisse am Boden überwacht, der steht ständig am Punkt und geht zu den Piloten und könnte korrigierend Einfluss nehmen. Das Eingreifen bezieht sich aber nur in Bezug auf die Position bei der Patrouille Suisse. Zuständig. Jetzt ist das Schiff für eine weitere Sonne. Die zwei Piloten zeigen ihnen Fahrwerkswanze. Der Rauch, den Sie hier sehen, wird übrigens durch Einspritzen von einem Dieselöl mit schön heißen Triebwerksstrahlen erzeugt. Der Generator für den Rauch ist das einzige Teil des Flugzeugs, das den Serienflieger vom Patrouille Suisse Bidder unterscheidet. Patrouille Suisse hat exzellente Beziehungen zu den anderen Teams in Europa, aber im Gegensatz zu allen anderen Jet-Kunstflugverbänden betreiben wir die Formation. Im diesjährigen Programm im Abflug in einer Rechtskurve voll 100% korrekt geflogen, wie sie heute sind. Jetzt sieht man noch ein Flugzeug und jetzt wird auch die neue Figur die Mann gewesen. Auch hier der Abstand zwischen den einzelnen Flugzeugen nur gerade 3 Meter und das die Geschwindigkeit. Speziell die zwei Flügelmänner. So, wenn Sie nach rechts schauen, ist der Solist bereits im Anflug. Die eigene Achse mit einer Geschwindigkeit von etwa 750 Stundenkilometer. Goldmedaille im Skispringen geholt haben. Der Simon Amann, Weltmeister, Skispringer bei Olympischen Einzelwettbewerben. In der Saison 2009-2010 hat er ebenfalls den Gesamtweltcup gewonnen. Stop. Please.
Das war das Kommando für den Unterverbandsführer, der Lüssig vom Hauptverband und Patrice Wyss zeichnet ihr spektakuläres Herz hier im Himmel. Sie sehen das Herz von Patrice Wyss als Dankeschön für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn ohne Sie wäre das Kunstflugteam nicht das, was es heute ist. Besten Dank!